fotografieren ihn von möglichst allen Seiten und schreiben halt das Geburts- und das Sterbedatum auf. Wir tun erst mal das Grab, wenn es verwachsen ist, abschwachteln, wachschäumen halt. Und dann lesen wir, wie der Name heißt und das Sterbedatum und so. Ja, also wir dokumentieren die Gräber, wir fotografieren sie. Dann schreiben wir auf, wie wir gestorben sind. Geboren wurden, wenn es oben steht, da steht nicht mehr rum. Wir dokumentieren die Steine, wir machen Bilder von den Inschriften und von den Gräbern. Und dann die Leute zu identifizieren. Das ist meistens eh schon Vorarbeit geleistet worden. Und ja, und wir tun das jetzt nochmal überprüfen. Wir fotografieren die Gräber und dann haben wir da eben diese Liste und dort schreiben wir dann die Fotonummer auf. Und wenn Daten fehlen, also nicht bei allen, stehen die ganzen Daten. Zum Beispiel wie bei dem Grab da hinten. Dort war ein riesen Baum davor, den haben wir erstmal wegdrücken müssen. Und dann haben wir es ja, ausfüllen müssen. Da ist bei Augen geschrieben gestanden bei dem Grab, nämlich dass die Rosa Sonnenschein heißt, die heißt Dora Sonnenschein. Es haben die Geburtsdaten und die Todesdaten gefehlt und ja, das haben wir halt nachgefunden. Wir fotografieren Grabsteine und versuchen zu identifizieren, was oben steht. Das ist teilweise schon ein bisschen komisch, wenn man auf dem Friedhof quasi herum. Ja, interessant. Also wir machen eh nur die Fotos, deswegen ist es jetzt ja noch nicht so. Ich glaube, wir haben es uns schlimmer vorgestellt. Wenn ja, glaube ich auch. Ja, also ich habe jetzt nicht so das Problem damit. Ich finde es recht eigenartig, dass wir dabei auf den Gräbern herumsteigen müssen. Ja. Aber ja, wir müssen es machen und deswegen machen wir es. Haben Sie eine spezielle Aufgabe oder sind Sie nur als Aufpasser da? Nein, also aufpassen muss man auf euch hoffentlich nicht mehr. Das auf gar keinen Fall. Nein, ich beobachte das alles, lerne mit euch, weil ich da auch kein Vorwissen, keine Vorbildung habe und möchte auch lernen, wie so ein Projekt abläuft, wie es funktioniert, wie man es in Zukunft auch optimieren kann, durchaus. Wie ist es für Sie, weil wir haben schon vorher gefragt, auf so einem Friedhof eben einen Vormittag zu verbringen, da zu arbeiten? Naja, für mich ist es schon interessant. Ich habe mir jetzt den neueren Teil genauer angeschaut und ich kenne einige jüdische Familien in Graz, habe also bekannte Namen gefunden. Ich habe auch ein bisschen eine Beziehung daher, weil ich einen sehr guten Freund in der Volksschule hatte, der Jude ist und jetzt schon sehr lange in Wien wohnt mit seiner Familie. Also ich bin schon als Volksschüler mit dem Judentum in Berührung gekommen und daher wachen da auch in mir Kindheitserinnerungen auf, sozusagen. Dann interessiere ich mich prinzipiell also für die, auch für die hebräischsprachige Kultur und versuche mehr oder weniger verzweifelt da Inschriften zu lesen und zu entziffern. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen, das Sie da mit uns machen? Also das ganze jüdischen Friedhof-Projekt? Also der Ausgangspunkt fürs Projekt liegt schon relativ lange zurück, ja. Indem wir also schon seit einigen Jahren mit dem Thema des jüdischen Friedhofs beschäftigen und ganz konkret die Idee, das mit einer Schule gemeinsam zu machen, entstammt auch der Überlegung, dass in der Frage der Arbeit mit Erinnerung, mit Bewusstseinsmachung, was also die Geschichte, die jüdische Geschichte anlangt, Schulen und Jugendlichen eine wichtige Rolle zukommt. Und unserer Meinung, dass das ein Projekt ist, wo man ganz konkret mit Schülern arbeiten kann, mit Jugendlichen arbeiten kann, weil was zu tun ist. Man kann was entdecken, es ist sozusagen etwas zu erforschen, es ist nicht abstrakt, sondern sehr konkret und gleichzeitig hat es eine gewisse öffentliche Relevanz und Bedeutung. Und ja. Okay, und ja, wie geht es Ihnen? Also, wie fühlen Sie sich da am jüdischen Friedhof? Waren Sie schon mal so gut? Ich war schon unzählige Male am Friedhof. Wie fühlt man sich auf dem Friedhof? Das ist eine spannende Frage natürlich. Es ist. Wie fühlt man sich da zu arbeiten? Es ist ambivalent. Es ist zum Teil natürlich in gewisser Hinsicht eine Form der
weil eine gewisse Form der Bedrücktheit, wenn man vom Friedhof arbeitet oder dokumentiert, das ist was anderes, als wenn man in den Stadtpark geht und Bäume abfotografiert oder ob man Grabsteine abfotografiert, was natürlich der Friedhof verweist auf eine sehr schwierige Geschichte, die lange Zeit nicht bearbeitet worden ist. Es ist sehr, sehr komplex letztendlich, wie man so fühlt und nicht leicht zu beschreiben. Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen? Wir haben das gemeinsam entwickelt, der Gerald Lamprecht und ich, für das Wissenschaftsministerium, für diese Schiene Sparking Science, weil wir uns einfach schon seit Jahren mit jüdischen Themen auf der anderen Seite beschäftigen und dem auch mit dem Friedhof. Ja, wie gut kennen Sie den Friedhof schon? Ja, eigentlich ziemlich gut. Ich habe die ganzen Gräber aufgenommen und die Listen, die ich heute verteilt habe, die habe ich erstellt. Also von daher weiß ich ungefähr, was für eine Gräber das da sind. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn man so auf dem Friedhof zu arbeiten? Momentan habe ich eher so nur den wissenschaftlichen Blick. Also ich schaue jetzt einfach, was ist da. Ich habe das weniger also mit diesen ganzen, wenn man mal auf einen Friedhof geht, hat man normal eher so diesen ja, trauernde Gefühl. Das ist in dem Fall nicht da. Also ich bin wahrscheinlich eher, schauen wir das einfach an, was ist da, was kann man da erkennen. Ja, und ja, was erwarten Sie sich von dem Projekt? Eigentlich das eine schöne Dokumentation des jüdischen Friedhofs, einerseits indem es Fotodokumentation gibt, Ausstellung und Publikation dazu, wo auch die ganzen Grabsteine, Informationen zu den Personen drin steht. Ja, einfach ein schönes, rundes Projekt. Und wie ist das mit einer Schulklasse zu arbeiten? Spannend.